Im Jahr 2013 veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, ihren Jahresbericht über die Häufigkeit der Abgabe von Antidepressiva. Das sind Medikamente, die zur Behandlung einer Depression gegeben werden. Der Gebrauch von Antidepressiva sei in den meisten OECD-Ländern in den vergangenen 10 Jahren dramatisch angestiegen. In manchen Ländern werde inzwischen mehr als einem von 10 Erwachsenen ein Antidepressivum verschrieben. Island, Australien und Kanada führen die Tabelle an. 2011 lag in Island die verschriebene Tagesdosis etwa bei 100 je 1000 Einwohner. Im Jahr 2000 waren es dagegen nur etwa 70 Tagesdosen je 1000 Einwohner. Auch in Deutschland hat sich die Zahl der Verschreibungen deutlich erhöht. Von knapp über 20 Tagesdosen je 1000 Einwohner im Jahr 2000 auf 50 Tagesdosen je 1000 Einwohner im Jahr 2011. Der Begriff Depression beschreibt eine psychische Störung mit drei Hauptsymptomen: gedrückte Stimmung, Interessenverlust oder Freudlosigkeit und Antriebsmangel oder erhöhte Ermüdbarkeit. Wie kam es dazu, dass psychische Erkrankungen wie zum Beispiel die Depression überhaupt mit Medikamenten behandelt werden? Seit Ende des 19. Jahrhunderts suchten Psychiater nach Wegen zur Klassifizierung von psychischen Erkrankungen. Ihre Bemühungen dokumentierten sie in verschiedenen Ausgaben des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, kurz DSM. Dieses wurde 1952 von der amerikanischen Psychologischen Gesellschaft, kurz APA, dem großen nordamerikanischen Fachverband für Psychologie, zum ersten Mal herausgegeben. Die Beschreibung der psychischen Störungen beruhte dabei nicht auf einem wissenschaftlichen Verfahren, sondern auf einer schriftlichen Abstimmung von 10% der Psychiater, die APA-Mitglieder waren. Als Medikamente wie das Beruhigungsmittel Valium auf den Markt kamen, suchte die Psychiatrie eine biologische Erklärung für die Verschreibung von Medikamenten bei psychischen Störungen. 1950 veröffentlichte der Psychiater Dr. Joseph Schildkraut folgende Theorie: Psychische Probleme werden möglicherweise durch ein biochemisches Ungleichgewicht der Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, im Gehirn hervorgerufen. Doch die Theorie des chemischen Ungleichgewichts bei Depressionen wurde bereits im Jahre 1984 widerlegt. Damals konnten Forscher zum ersten Mal die Gehirnflüssigkeit von depressiven Patienten messen. Der Serotoninwert, ein Botenstoff im Gehirn, war mal hoch und mal niedrig, egal ob die Leute depressiv oder gesund waren. Weitere wissenschaftliche Studien bestätigten dies. Eine Studie wurde zum Beispiel 1994 im Journal of American Medical Association, einer medizinischen Fachzeitschrift, veröffentlicht. Sie zeigte, dass eine Absenkung des Serotonin auch bei unbehandelten depressiven Patienten die Depression nicht verschlimmerte. 2001 veröffentlichte das British Journal of Psychiatry eine weitere Studie, bei der die Versuche wiederholt wurden. Forscher maßen dabei die Serotoninkonzentration im Gehirn. Sie bewiesen, dass eine serotoninarme Ernährung die Serotoninkonzentration im Gehirn senkt. Dies löste bei gesunden Menschen jedoch keine Depression aus. Das bedeutet, dass es bei psychischen Erkrankungen kein chemisches Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn gibt. Trotzdem werden seit circa 1952 psychisch kranke Patienten regelmäßig mit Medikamenten behandelt, die unter anderem den Serotoninstoffwechsel im Gehirn verändern. Was nun aber bewirken psychiatrische Medikamente im Gehirn? 1996 wurde von Stephen Hyman, ehemaliger Direktor des weltweit größten Forschungszentrums für psychische Störungen, dazu eine Studie im American Journal of Psychiatry veröffentlicht. Sie zeigte: Psychiatrische Medikamente erzeugen Störungen der Neurotransmitter, also der Botenstoffe im Gehirn. Als Antwort darauf entwickelt das Gehirn eine Reihe von Anpassungen, um sein Gleichgewicht im inneren Milieu aufrechtzuerhalten. Als Folge funktioniere das Gehirn nach wenigen Wochen nicht mehr in der Weise, wie es dem Normalzustand entsprechen würde. Somit muss man zum Schluss kommen, dass psychiatrische Medikamente, zumindest in vielen Fällen, eigentlich jene Krankheiten verursachen, die sie angeblich heilen sollen. Dies bestätigen auch andere Studien, die den Verlauf der Erkrankung bei psychisch kranken Patienten mit und ohne Medikamententherapie vergleichen. In diesen Vergleichen fällt auf, dass Patienten, welche regelmäßig Medikamente erhielten, häufiger rückfällig waren als solche, die ohne Medikamente behandelt wurden. Dies wird als Drehtürsyndrom bezeichnet.
Die Rückfallrate stieg bei Verabreichung von Medikamenten von 55 auf 69%. Zudem gestalteten sich diese Rückfälle schwerwiegender als bei Patienten, die keine Medikamente eingenommen hatten. Welches Fazit muss deshalb aus diesen Fakten gezogen werden? Nach Jahren der Forschung zu diesem Thema fassen es Peter Goetsche, Professor für klinisches Forschungsdesign, und Robert Whittaker, ein amerikanischer Journalist, folgendermaßen zusammen. Psychopharmaka beseitigen kein chemisches Ungleichgewicht, sie verursachen es. Wenn man sie länger als ein paar Wochen nimmt, verursachen sie die Krankheit, die sie heilen sollen. Wir haben aus psychischen Störungen, die früher vorübergehende Krankheiten waren, mit den von uns eingesetzten Medikamenten chronische Störungen gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend aus dem Studio Meißen. Immer mehr Menschen bekommen psychiatrische Diagnosen. Psychische Belastungen nehmen zu, dennoch scheint sich ein Trend der Psychiatrisierung in unserer Gesellschaft zu entwickeln. Der aktualisierte amerikanische Psychiater-Etikettenkatalog heißt DSM-5. Dieser dient als Leitfaden der Forschung und beeinflusst das zukünftige Klassifizierungssystem ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation WHO, das auch für Diagnosen im deutschen Gesundheitssystem gültig ist. Das DSM-5 setzt die Schwellen für einige psychische Störungen weiter herab und führt psychische Störungen als angeblich zu behandelnde Krankheiten ein, die aus der Sicht von Alan Francis, einem amerikanischen Psychiaterpapst, noch in den Bereich der Normalität fallen. Dazu zählen zum Beispiel Stimmungsstörungen bei Kindern, eine schwächere Gedächtnisleistung im Alter oder eine längere als 2 Wochen andauernde Trauer nach einem Todesfall. Die diagnostische Inflation hat dafür gesorgt, dass ein absurd hoher Anteil unserer Bevölkerung heutzutage auf Psychopharmaka, Schlaf- und Schmerzmittel angewiesen ist, so Francis. Kurz gesagt, Patienten, denen ihre Krankheit von der Werbung eingeredet wurde, wenden sich an Ärzte, deren Fortbildung durch Pharmaindustrie diktiert wird, und erhalten Rezepte für die passenden Medikamente. Meine Damen und Herren, Sie können diesen Trend mit unterbinden, indem Sie die Informationen weitergeben. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche noch einen guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute mit dem Thema: Bekannter Psychiater warnt vor Diagnosebibel der Psychiatrie. Gegen die für Mai 2013 geplante Veröffentlichung der 5. Version des DSM, einer Zusammenstellung aller psychischen Krankheiten, regt sich immer größeren Widerstand. Einer der vehementesten Kritiker ist Alan Francis, der einst als einer der weltweit einflussreichsten Psychiater galt. Im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung des DSM-5 ruft er eindringlich dazu auf, die problematischen Neuerungen zu ignorieren. Bei genauem Hinsehen merkt man denn auch, dass Widerstand dringend vonnöte ist. So soll beispielsweise bereits Trauer oder Vergesslichkeit im Alter als eine psychische Krankheit gelten. Unschwer ist zu erkennen, dass neben der American Psychiatric Association, der Herausgeberin des DSM, die Pharmaindustrie ein großes Interesse an dieser massiven Ausweitung des Krankheitskataloges hat. Wird so doch praktisch jeder eigentlich gesunde Mensch zum potenziellen Konsumenten für die fast ausnahmslos sehr schädlichen Psychopharmaka-Produkte. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Der bekannte amerikanische Schusswaffenhersteller John Novesk führte bei Facebook alle 42 Schießereien in amerikanischen Schulen auf, bei denen Psychopharmaka im Spiel waren, und kam knapp eine Woche darauf bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Sein letztes Posting war: Welche Medikamente nahm Adam Lanza, Attentäter der Sandy Hook Grundschule, ein? War der Unfall ein Zufall? Es gibt noch weitere merkwürdige Zufälle. Die Videoaufnahmen von der Sandy Hook Schule, die Adam Lanza mit einer Waffe zeigen, wurden nicht freigegeben. Und Dianne Feinstein hatte ihren Gesetzesentwurf für eine Beschlagnahmung von Schusswaffen unmittelbar nach den Schüssen in der Sandy Hook Schule veröffentlicht.
Die Spendenseite United Way Sandy Hook war laut Google am 11.12.2012, also 3 Tage vor der Schießerei, eingerichtet. Laut NBC News hatte Adam Lanza sein AR-15-Gewehr in seinem Auto gelassen und bei der Schießerei nicht benutzt. Facebook schloss Accounts von Hunderten bekannter Persönlichkeiten, die sich für die Achtung des zweiten Verfassungszusatzes eingesetzt hatten. Wenn Novesk das Aufdecken der Zusammenhänge zwischen Psychopharmaka und Schulmassakern zum Verhängnis wurde, muss das doch sehr nachdenklich stimmen. Wer hat einen Vorteil davon, wenn das Recht der US-Bevölkerung auf Waffenbesitz eingeschränkt oder gar ausgehebelt wird? Der zweite US-Verfassungszusatz lautet nämlich: Das Recht der Bürger, Waffen zu tragen, darf nicht eingeschränkt werden, damit sich das Volk, wenn nötig, durch eine Bürgerwehr gegen eine aufkommende diktatorische Regierung zur Wehr setzen kann. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. Heute wieder mit einem aktuellen Medienkommentar, in dem die Frage aufgeworfen wird: Soll das Volk mit Hilfe von inszenierten Schulmassakern entwaffnet werden? Der US-Vizepräsident Joe Biden hielt am vergangenen Donnerstag, dem 10. Januar 2013, in Washington eine Rede über Gewalt mit Schusswaffen. Biden sagte, er wolle Präsident Obama bis heute, sprich Dienstag, seine Vorschläge für schärfere Waffengesetze vorlegen. Es sei jetzt an der Zeit, den Verkauf bestimmter Feuerwaffen zu erschweren, wenn es sein muss, per Dekret. Die Diskussion über schärfere Waffengesetze wurde durch das Schulmassaker in Newtown wieder neu entflammt. Da lohnt es sich, mal einen genaueren Blick auf das Attentat in Newtown zu werfen. Es gibt 2 verschiedene Arten von Massakern. Zum einen solche, bei denen tatsächlich 1 oder 2 Schüler Amok laufen. Dort ist die Antwort ausnahmslos im psychiatrisch verschriebenen Psychopharmaka zu finden. Die zweite Art solcher tragischer Ereignisse wirft schon etwas mehr Fragen auf. Die Täter sind hier immer maskiert und sind dadurch während der Tat nicht identifizierbar. Dabei sind alle diese Fälle voller widersprüchlicher Angaben. Da sprechen Zeugen anfangs von mehreren Tätern und später redet jeder dann von einem Einzeltäter. So war es auch beim Massaker an der Sandy Hook Grundschule in Newtown. Weiter stellt sich die Frage, warum der angebliche Einzeltäter Adam Lanza sowohl eine Gesichtsmaske als auch eine kugelsichere Weste trug, wenn er doch ohnehin an der Schule sterben wollte. Dies bedeutet, dass keiner der überlebenden Zeugen Lanza gesehen hatte. Eine weitere auffällige Gemeinsamkeit derartiger Attentate ist auch die sofort auf dem Fuß folgende Forderung nach schärferen Waffengesetzen. Dies ist in Amerika mit 300 Millionen privaten Schusswaffenbesitzern kein leichtes Unterfangen. Doch Obama hatte kurz nach dem Attentat versprochen, persönlich für eine drastische Verschärfung der Waffengesetze zu sorgen. Falls dies geschieht, würde der zweite Zusatzartikel in der amerikanischen Verfassung ausgehebelt. Dieser besagt nämlich, dass das Recht der Bürger, Waffen zu tragen, nicht eingeschränkt werden darf, damit sich das Volk, wenn nötig, in Form einer Bürgerwehr gegen eine aufkommende diktatorische Regierung zur Wehr setzen kann. Wenn man sich die aktuelle Weltlage vor Augen führt, wie die Völker allerorts mittels diktatorischen Verträgen und Abkommen, wie zum Beispiel dem ESM und Fiskalpakt, geknechtet werden, dürfte auch die Angst der Herrscher vor dem aufkommenden Volkszorn nicht unbegründet sein. Wie praktisch wäre es da, wenn man das Volk vorher mit hochemotionalen Geschehnissen dazu überredet, freiwillig seine Waffen abzugeben? Diese Zusammenhänge sprechen dafür, dass von Zeit zu Zeit immer wieder solche Amokläufe geschehen müssen, um das Ziel einer entwaffneten und damit wehrlosen Bevölkerung zu erreichen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.